Hallo und herzlich willkommen bei Kerzen Jod, ich bin namens Tim Schimschek und es geht heute darum, dass Frieda uns leider verlassen hat. Frieda ist eine Katze, die bei mir im Laden lebt, eine Katze, die seit 2017 bei mir ist. Eine Katze, die halt nicht mehr die jüngste ist, logischerweise, wo sie damals zu mir kam. Das war im März 2017, da ist sie in den Laden gekommen und ist dann, hat sich in den Laden reingelegt, hat sich schlafen gelegt und ich habe sie dann nicht mehr rausgeschickt gehabt und ich wollte sie nicht mehr raustun, denn ich wollte halt, dass sie auch in der Wärme bleibt, denn es war sehr, sehr kalt. Es war ein kalter März damals 2017. Ja, und dann war die Frieda auf einmal da. Sie war frisch kastriert. Sie war an die 7 bis 8 Monate alt und sie ist dann halt nicht mehr weggegangen und das ging dann auch über Jahre, dass sie dann da geblieben ist. Außer, dass sie dann jetzt ein paar Mal rübergegangen ist oder über einen ganzen Zeitraum, dass sie nicht so oft im Laden war, weil sie ist eine Katze, die die Kitten gar nicht mag. Das ist eine Katze, die sehr eifersüchtig wird, sehr schnell. Ja, und ja, ich habe auch gerade wieder sehr viele Kitten im Laden. Ich hatte letztes Jahr im Herbst oder das ganze Jahr über auch schon viele Kitten und dann war sie halt immer auf der anderen Straßenseite und wo sie dann auf der anderen Straßenseite war, hat sie sich oft da aufgehalten und sie ist eigentlich eine sehr vorsichtige Katze, wo sie immer über die Straße gegangen ist und sie hat sich dann halt die meiste Zeit drüben aufgehalten, nur zum Fressen ist sie zu uns gekommen und dann habe ich auch meistens das Futter bei der Sitzbank gelegt, sodass sie halt auch fern von den Kitten bleibt. Ja, und das ging jetzt halt auch jahrelang so. Wir haben sie mittlerweile jetzt 7 Jahre im Laden gehabt. Und sie kam letztes Jahr im Winter, also der Winter, der jetzt war, kam sie wieder einfach von drüben rüber und sie hat sich im Laden wieder schlafen gelegt und wollte nicht rausgehen. Und das war für mich auch natürlich okay. Ja, und seitdem war Frieda wieder bei uns im Laden und wir hatten keine Kitten über den Winter da. Bis jetzt, wo die Notfallkitten kamen und die muss ich ja alle 2 Stunden füttern und großziehen bei uns im Laden und das hat ja der Frieda gar nicht gefallen und dann ist sie wieder rübergegangen und ich hatte immer bei ihr ein ruhiges Gewissen, wo sie da rübergegangen ist, weil sie ist eine sehr, sehr vorsichtige Katze. Ja, und vorhin kam ein Gast, der mich auch übers Internet kennt und mittlerweile schon das dritte Jahr mich auch besucht. Und die haben zu mir gesagt, dass dort am Straßenrand auf der anderen Seite eine tote Katze liegt. Also eine tote Katze in der Nähe von meinem Laden. Das hat mir natürlich gleich sofort die Wörter verschluckt. Und ich wollte nicht erst mal hingehen schauen. Ich habe meinen Mitarbeiter geschickt und ihm gesagt, geh mal bitte rüber, da ist eine tote Katze. Schau mal, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das die Frieda sein könnte. Denn die haben mir gesagt, dass die getigert ist. Ja, und dann ist mein Mitarbeiter rübergegangen und der hat dann drüben geschaut, also der Engin, den kennen ja mittlerweile auch sehr viele von euch, der bei mir im Laden schon seit Jahren ist und auch eine große Hilfe sowohl bei den Katzen als auch in den Geschäften ist, also so eigentlich mehr oder weniger schon mein rechter Arm im Laden. Ja, und hat mir dann von Weitem den Kopf genickt und das hieß dann natürlich, dass es Frieda ist und das war natürlich für mich zuerst ein riesengroßer Schock und das musste ich zuerst verarbeiten. Ja, und dann hat er einen Karton genommen, er hat die Frieda in einen Karton geholt und hat sie dann zu mir gebracht. Und ich habe sie dann zum letzten Mal angeschaut und sie hatte hier am Mund so ein bisschen Blut. Und das heißt natürlich auch logischerweise für mich, dass sie überfahren wurde dort an der Straße. Und das ist halt auch eine sehr, sehr traurige Situation, wenn man jetzt 7 Jahre lang eine Katze bei sich hat und dass die jetzt auf die Weise sterben muss, so wie letztens der Pantau oder der Sammy oder die Leon oder die Lisa oder die Leila. Also es sind ja innerhalb von einem Jahr jetzt leider so viele Katzen überfahren worden. Das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Katzen mehr im Laden habe und auch keine Katzen mehr im Laden haben will. Also wegen der Straße, die da ist und die rasen auch wirklich wie die Behinderten, sag ich mal so, bei uns in der Türkei. Also wo man mit 30 fahren darf, fahren die mit 80, wo man 50 fahren darf, fahren sie mit 120.
Und wenn da eine Katze auf der Straße ist oder irgendein anderes Lebewesen, dann wird es halt angefahren oder auch überfahren und dann heißt es leider für so ein kleines Tier, für so einen kleinen Körper meistens auch gleich der Tod. Ja, und das ist heute mit der Frieda passiert. Ich habe es nicht gesehen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie vom Auto überfahren wurde. Ich wollte das jetzt auch nicht die ganzen Kameraüberwachung anschauen, wer das war, wie das war, denn es ist 100% ein Unfall gewesen. Ich kenne da keinen Menschen, der so herzlos ist hier in der Umgebung, der absichtlich ein Tier anfahren oder umfahren würde. Das ist also definitiv ein Unfall gewesen, meiner logischen Meinung nach. Ist auch logisch, wie gesagt, und es war auch wieder sehr schwer von der Frieda Abschied zu nehmen, denn wie gesagt, sie hat sehr viel durchgemacht bei uns in den Laden. Sie war die ganze Pandemie im Laden, sie hat im Laden gelebt, sie war eine feste Katze vom Laden. Zuletzt waren sie und der Trump allein im Laden und ich habe mir schon öfter gesagt, dass ich keine neue Katze mehr im Laden aufnehmen will, wegen der Straße. Und bei Frieda und bei Trump, das sind halt auch, also der Trump ist ja einer, der kaum rübergeht. Die Frieda war jetzt wegen der Kitten, ist sie rübergegangen, aber ich hätte nie gedacht, dass die Frieda überfahren wird, denn die ist da wirklich sehr oft rübergegangen und die weiß, die wusste halt damit umzugehen und anscheinend war das Auto zu schnell oder am falschen Ort oder vielleicht war ein Hund da, vor dem sie weglaufen wollte, ich weiß es nicht, aber leider ist sie jetzt gestorben. Das ist das, was ich weiß und ich habe dann unseren Lehrling geschickt, dass der sie beerdigen soll. Und je schwer auch der Abschied fällt, also man hat wirklich für das Tier sehr viel getan, damit sie glücklich ist, damit sie froh ist, damit sie ein tolles Leben hat bei uns im Laden. Wie gesagt, sie ist von alleine zu mir gekommen, die hat mir keiner gebracht. Sie hat sich selber uns ausgesucht. Ich schätze mal, dass sie damals vom Paloma Ocean Resort Hotel gekommen ist, weil sie ganz frisch kastriert war. Das ist meine Vermutung. Ja, und das ging jetzt jahrelang mit ihr gut. Außer wo Kitten da waren, wie gesagt, dann war sie immer sauer und sie hat ein ganz böses Gesicht gezogen. Sie hatte auch keine Zähne mehr. Sie hat auch einen Tumor im Mund und sie muss auch alle 1,5 bis 2 Monate zur Spritze, wie die Nervensäge oder wie die Bunte. Die haben die gleiche Krankheit. Ja, und dann ist es jetzt leider so passiert und ich möchte jetzt schon mich bei euch bedanken für die ganzen Beileidswünsche, auch unter dem Foto, unter dem Beitrag, was ich gemacht habe. Und so ist das Leben, es geht weiter, man muss immer nach vorne schauen, es gibt viele Tiere, die uns brauchen, die unsere Hilfe brauchen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mehr um Tiere kümmern werde. Ich werde mich immer um Tiere kümmern, ich werde immer für Tiere da sein, ich werde immer versuchen, Katzen in Not zu helfen. Aber wenn man da Abschied nehmen muss und auf diese Weise, dann ist es natürlich auch etwas, was einen sehr mitnimmt und auch einen wirklich innerlich sehr auffrisst. Ja, aber man kann jetzt auch die Kitten nicht hier zu Hause lassen. Man muss auf die Kitten aufpassen, sodass die Frieda halt glücklich gewesen wäre. Aber naja, so ist es jetzt, wie es ist. Und ich danke euch alle für die Beileidwünsche. Und ich hoffe natürlich, dass kein Tier auf der Welt wieder auf diese Weise sterben muss, dass es überfahren wird. Also die Frieda war jetzt seit 7 Jahren bei mir. Sie ist sicherlich 8 Jahre alt gewesen. Ja, und dann, wie gesagt, hoffen wir, dass sowas nicht mehr passiert, ne? Ja, und ich wollte mit dem kleinen Kitten von der bunten Mama auf dem Balkon, war ich heute beim Tierarzt. Der wurde untersucht, der ist im Allgemeinen ganz gesund. Der hat auch gleich seine In- und Außenparasit bekommen, Flohmittel bekommen. Und den habe ich hier gerade bei mir. Ich habe hier gerade eine Angel in der Hand und spiele mit ihm. Und das will ich euch dann auch jetzt zeigen. Ne? Also, ich danke euch alle für die Beileidwünsche. Wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr traurig, aber ich wollte auch gerne euch das hier sagen, wie das passiert ist. Und
was mit der Frieda ist. Und viele von euch, die mich schon mal besucht haben, die kennen auch sicherlich die Frieda. Und sie hat sich immer sehr über die Leberwurst und auch über die Schleckerlis sehr gefreut. Da hätte man ihr tagsüber 20 Stück von geben können, das hätte ihr auch nicht gereicht. Also ihr habt auch die Frieda immer sehr glücklich gemacht gehabt. Und daher danke für alles, was ihr auch für die Frieda gemacht habt. Und nochmal danke für eure Beileidwünsche, ne? Ja, ich habe hier gerade den Kleinen unter mir. Ich habe ein Spielzeug in der Hand und das können wir uns dann anschauen, ne? Also wie gesagt, die Frieda hat uns leider verlassen. Und ich hoffe, sowas passiert nicht mehr. Und hier sieht man den Kleinen. Ich spiele hier gerade mit ihm. Der muss ein bisschen zahmer werden, denn der war die ganze Zeit sauer. Und der hat vorne richtig geschrien gehabt auf dem Balkon. Und da habe ich ein Spielzeug rausgesucht, weil ich weiß, dass der spielerisch ist, sehr gerne spielen mag. Und so bekommt man ihn halt auch schnell zahm. Und ich behalte ihn jetzt erstmal ein paar Tage im Auge, bis der zahm wird. Der hat hier sein Kittenfutter, sein Wasser. Und ich habe ihn schon überlegt, dass ich ihn halt zu den anderen tue. Aber wenn er unter das Bett geht, ist es ein Problem, ihn da wieder rauszuholen. Und ich habe ihn jetzt, wie gesagt, die Mama hat ihn abgestoßen. Und dann habe ich ihn jetzt hier zu Hause aufgenommen. Und dem geht es auch gut, dem kleinen Spatz. An alle, die sich um ihn Sorgen gemacht haben. Ihr seht, dem geht es ganz gut. Und der juckt sich auch nicht mehr. Das ist aber schon ein richtig süßer Spatz hier. Ja, mit so einem Spielzeug bekommt man jedes Kitten zahm. Deswegen habe ich das auch in der Hand und spiele gerade mit ihm. Denn sobald es dann anfängt zu rasseln, dann wird er immer kommen. Egal wo der ist. Und heute stirbt eine Katze und schon muss man hier weitermachen, logischerweise. Man muss gleich mit den Katzen weitermachen. Egal wie weh es tut, egal wie traurig es ist, wenn eine Katze geht. Meine, der eine Feder hat er schon. Ja, du bist schon ein richtig kleiner, süßer Spatz. Und ich wollte dich gestern auch nicht alleine lassen. Und schaut mal, was das für ein Genießer ist. Schaut mal, ich lege das mal an. Der macht gleich den Mund auf.
Ja, noch ist er nicht 100% zahm. Der kleine Schatz. Aber das bekomme ich schon hin mit dir, ne? Du bist so eine kleine Fettstange. Der läuft gleich weg. Wenn er Spielzeug sieht, dann kommt er gleich wieder hier. Schau mal, egal wo der sich versteckt, mit dem Spielzeug bekommt man ihn immer. Seht ihr das? Der ist sehr spielerisch. So goldig, der kleine Spatz. Ja, aber wenn ich jetzt weg bin, nicht hier rumschreien, ne? Wir gehen noch mal kurz die anderen Kitten anschauen und dann kommen wir jetzt wieder zu dir, okay? Nicht gleich rumschreien, okay? Nicht traurig sein, wenn ich weg bin. Ich tue mal deine Angel hier oben hin, damit die nicht verschwindet. Da oben ist deine Angel. Und ich gehe dann mal mit der anderen Angel zu den anderen Kitten. Schau mal, wie der da durchflitzt. Na, das Haus gefällt dir, ne? Das Häuschen. Na, das Spielzeug gefällt aber auch, ne? Na, warte, Kleiner. Ich schmeiße noch ein paar Spielzeuge hier hin, warte. Wo macht die? Wo sind die anderen Spielzeuge? So, Kleiner, ich bin gleich da, okay? Ne, er will zur Angel, schaut mal. Hier, nimm die Maus. Soll ich Stefanie holen? Warte, ich hole mal Stefanie. Geh zur Angel, geh zur Angel. Zieh mal das Kitten an, willst du das auch aufnehmen? Geh mal hier rein, ja. Schau mal, Zongül, hier ist noch ein Baby. Den kannst du gerne auch aufnehmen, ja? Geh mal zu ihm hin. Wenn man dich schon Mama des Jahres nennt. Da bist du jetzt gespannt, ne, Zongül, wer das ist. Ach süß. Schau mal, Songül hat nichts gegen ihn. Seht ihr das? Das Zongül in 2-3 Tagen tue ich den auch zu dir, okay? Ich möchte dann ein bisschen zähmen und dann tue ich ihn zu dir, okay? Der Zongül, der Zongül.
Emino? Willst du mit dem neuen Kleinen spielen? Willst du mit ihm spielen, Emino? Aber ich will ihn kurz einen Tunnel holen, okay, Emino? Ich bin gleich da, warte. Ich will dem Kleinen kurz einen Tunnel holen. Der mag sie so sehr. Ich bin gleich da, Emino. Okay, ich muss kurz in den Keller gehen. Ich bin gleich da. Elif, was liegst du hier mitten auf dem Weg? Und man sieht hier die Katzen im Keller. Die sind hier, weil es sicherlich frisch ist. Ach, Kleiner, schau mal, was ich für dich vom Keller gebracht habe. Komm, Emino, komm, komm. Du bist zu lieb zu den Kleinen, ne? So, schau mal, was ich hier noch für dich habe. Kleiner Spatz. Erstmal hier einen schönen Tunnel und dann nochmal für dich so ein Spielzeug. Emino, sei vorsichtig mit dem Kleinen, okay? Der hat keine Geschwister. Das ist ein kleiner armer Spatz, der von seiner Mama verlassen wurde und den wir hier aufgenommen haben, damit er ein besseres Leben hat, okay? Von daher, bitte lieb zu dem Kleinen sein. So. So, kleiner süßer Spatz. Hier hast du dann jetzt Spielzeug, wo du spielen kannst. Dein Tunnel.
Na, und was macht der Emino dann? Siehst du, es hat keiner was gegen dich. Emino? Nicht anfauchen, Emino. Nicht anfauchen. Ja, jetzt schon geht's an sein Spielzeug. Seht ihr? Ach, du bist so ein kleiner süßer Spatz. Jetzt geht er zu viel der Feder. Der Minus auch da. Na Peppa, was schaust du hier rein? Hm? Ja, immer nicht ihm das Futter wegfressen. Das ist das Futter von dem kleinen süßen Spatz. Auch ein bisschen mehr Ordnung. Dann können Sie sich auch wohlfühlen.
Da sieht man jetzt, wie die Kleinen spielen. Der Emino ist natürlich neugierig und schaut sich das an. Und aber kaum hat man ihn ein Spielzeug hingestellt, schon spielt er damit rum. Jetzt schnuppert er am Futter und ich bin froh, wenn der was fressen würde. Da hat er zwei Sorten, Trocken- und Nassfutter, und jetzt ist er beim Trockenfutter. Das freut mich, das zu sehen, denn ich habe ihn noch nicht fressen sehen. Der kleine süße Spatz. Ja, super. Wenn der das Futter frisst, ist das natürlich super. Das war meine einzige Sorge, bei dem Laden hat er nichts gefressen gehabt. Super, dass der frisst, ehrlich gesagt. Er hat auch natürlich noch nie sicherlich so ein leckeres Futter gehabt. Das ist Proplan Kittenfutter. Für Kitten. Das Feuchtfutter rührt er nicht an. Ja, auf jeden Fall geht es ihm jetzt erstmal hier auf diesem Balkon besser als da unten. Logischerweise. Hier ist er auch sicherer und besser aufgehoben. Und das ist schon ein ganz kleiner Winzling, und wenn da so ein böser Kater kommt, kann das wirklich böse enden. Das hat mich auch sehr beschäftigt, denn da unten sind wirklich viele unkastrierte Weibchen, wie zum Beispiel die bunte Mama oder so wie Söckchen, die ganzen Scheuen, die da kommen. Und jetzt haben wir ihn hier. Futter, Wasser, Spielzeug, Schlafplatz. Ich glaube, hier ist die Tüte vom Katzenstreu kaputt. Das muss ich dann später machen, jetzt natürlich nicht im Video. Jetzt will ich euch das lieber zeigen. Ja, und die Kitten von Zongül könnten tagsüber auch hierher, dann müssen die nicht immer in dem Zimmer bleiben. Können sie sich hier schön austoben.
Das Zimmer ist größer als das Zimmer da unten. Hier haben die sicherlich mehr Spaß, die Kitten von Songül. Als da unten. Man muss hier nur mehr Schlafplätze dann hin tun. Na, was schreist du jetzt herum? Du kleine Fettstange. Ja, und runterfallen kann hier auch keiner. Man sieht ja hier das Netz. Und wenn sie sich dann hier an den Balkon gewöhnt haben, dann kann man auch einfach die Tür aufmachen. Und dann können die hier einfach raus, wann die wollen. Wichtig ist gerade wegen der Alter nicht, dass jemand denen was tut, ne? Geht Emino! Komm Emino! Komm! Geht Emino! Pss, 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 pss. Geht Emino! Wir gehen mal ein bisschen zu den anderen Kitten. Nee, 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 du läufst jetzt nicht weg. Jetzt kommen die Songül zum Kitten. Das gibt dir wahrscheinlich keine Ruhe. Ich will den fangen, er läuft weg. Ja, Stiefkitten, jetzt seid ihr hier so neugierig. Das ist aber der Platz von dem Kleinen. Oh, Stiefkitten. Hätte mich gewundert. Songül denkt bestimmt auch, ich bringe meine Kitten her. Das kann auch sein. Schau mal, hier Mini-Pirat ist schon da. Ach, schaut mal. Er spielt ja sogar gleich mit Songül. Ach Songül, bist du eine liebe Mama. So ein Mini-Pirat geht auch gleich zu dem Kleinen. Ach, schaut mal, jetzt spielt er mit Pirat. Also Mini-Pirat. Jetzt sagt Stiefkitten auch. Herzlich willkommen. Ach schau mal, jetzt ist er beim Mini-Pirat. Schaut mal. Der hat wahrscheinlich noch nie mit jemandem in seinem Alter gespielt und jetzt freut er sich. Schaut mal. Der läuft gleich dem Mini-Pirat hinterher. Seht ihr das?
Da drin ist eine fremde Katze. Ja, die müssen im Kleinen natürlich sein Trockenfutter wegfressen. Schau mal, das Trockenfutter schmeckt denn besser als das Feuchtfutter von Proplan. Da muss auch gleich der Thomas hin. Mini-Pirat. Die sind beide jetzt, der eine vorm Tunnel, der schwarze ist im Tunnel. Jetzt lass doch mal das Kitten vom Jungen da. Thomas, hör auf mit deiner Pfote das da rauszuholen. Die holen das mit der Pfote raus. Ist der Menü hier rausgegangen? Anscheinend ja, ne? Ah ne, der Menü schaut sich auch alles von da an. Was, Emino? Was rufst du mich, kleiner Schatz? Was rufst du mich? Das kleine Kind fühlt sich wirklich wohl, das muss man sagen. Na, Mini-Pirat, ich glaube, du hast dich verliebt in den. Du bist ja ein Weibchen, ne? Schau, du bist zu ihm zurückgekommen. Ich glaube, du hast dich in den Kleinen verliebt. So, Thomas, hopp, hopp, ich wollte nicht beim Essen stören. Aber wenn du fertig bist, der Ausgang ist dort. Du weißt, wo es ist. Das ist jetzt hier Kittenrevier.
Ne, Thomas, nicht an mir reiben. Los, hopp, hopp, die Tür ist hier. Na komm. Komm schon, Thomas, hopp, hopp. Hopp, hopp. Jetzt spielen die miteinander, ist das nicht süß? Na Thomas, sei nicht so grob. Schau, der ist gleich in Kampfposition gegen dich. Der kleine Spatz. Na, der Kleine hat dich aber verscheucht, Thomas. Da kannst du mal sehen, wie der dich angefaucht hat, ne? Der Kleine. Da bist du gleich weggelaufen. Und hier, Stiefkind, ist das nichts, oder was? Ihr da Durst bekommen. Man weiß ja, wo sein Futter und sein Wasser ist. Na, jetzt ist der Thomas wiedergekommen. Der ist einfach neugierig. Jetzt schaut Emino. So, aber jetzt spielt er im Tunnel. Da ist er. Und Emino weiß ja schon, was ein Tunnel ist. Und der Songül. Ich gehe mit dem kleinen Spiel Songül. Hopp, hopp. Der verjagt den Thomas richtig. Der richtig gut. Was sagen wir, willst du mit deinen anderen Kidney hier hin?
Ah, da sieht man den Thomas wieder beim Futter. Das Futter wird natürlich für den Kleinen wieder aufgefüllt. Ach, Mini-Pirat, jetzt warst du hinter mir und ich bin aus Versehen auf deine Pfote getreten. Alles gut, ist dir nichts passiert, ne? Ja, alles gut. Komm, Emino, komm. Ich bin mich am Überlegen, ob ich die Kitten hierher hole. Na, wo versteckt sich der Kleine? So, Thomas, komm. Komm, lass den Kleinen jetzt runter. Lass ihn in Ruhe. Wir gehen jetzt ein bisschen runter. Schau, der ist dort hinterm Katzenhaus. Komm. Hopp, hopp. Ja, Mini-Pirat, gleich trete ich wieder aus Versehen auf deine Pfote. Und da sieht man wirklich, wie süß das alles ist. Mal die Songül liegt hier. Und jetzt kommt die Pepe auch rein. Pepe, du klaust uns bestimmt das Kitten. Geh du wieder weg. Hopp, hopp. Kusch, kusch. Du nimmst es bestimmt wieder mit, so wie Stiefkitten damals. So, Thomas, jetzt zufrieden, jetzt kannst du gehen. Jetzt ist er zufrieden. Nee, der will noch gekraut werden. Ihr hättet sehen, was vor ein paar Tagen der Thomas für eine dicke Wange hatte. Das sah so schlimm aus. Ja, ich finde es auch wirklich schön, dass der Kleine sich hier so schnell eingelebt hat. Das ging ja schneller als ich dachte. Vor 2 Stunden hat er hier noch richtig geschrien gehabt. Und schau mal, wie das jetzt ausschaut. Das ist ja sehr eingelebt. Das wird sicherlich ein süßes Pärchen, die beiden. Du bist so ein sympathisches, süßes, kleines Tier.
Okay, mal schauen, was die anderen machen. Jungle, ganz kurz bitte. Na Pepe, lauf doch nicht gleich weg. Na, ihr seid alle erschöpft, ne? Na, ein Auge. Ja, die sind am Schlafen. Ein Auge, ich geb dir das Futter, okay? Ja, okay, ein Auge, alles gut. So, komm mal her. Ich geb dir das Futter, Kleiner. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, Stefanie, Teddy. Na, Elif. Schon gut, ich kraul dich schon. Alles gut. Alles gut, ich kraul dich doch. Alles gut. Und du bist da oben gegangen, Petra. Werden sicherlich am Schlafen sein im Zimmer. Da sieht man Lilly und Heidi. Wobei können wir nicht runter wegen dem Internet. Ich kann mal kurz schauen, jemand von den Daumen ist. Nee, hier ist keine. Das heißt, wir sind sicherlich irgendwo im Zimmer versteckt.
Ja, da sieht man den Emil jetzt. Der ist auch da rausgekommen. Der ist sicherlich auch unterm Bett. Ja, jetzt fehlen nur noch Stefanie und Teddy und die sind sicherlich unterm Bett. Wo sollen die denn sonst sein? Ja, und Mini-Pirat und der Kleine spielen schon miteinander. Sieht man jetzt den Kleinen, dass er sich hier einigermaßen gut angelebt hat. Und das wird sicherlich noch besser. Ja, Tongo, du magst schon gern, dass deine Kitten herkommen, ne? Du fühlst dich hier richtig wohl, ne? Und schon spielt auch in der Höhle. Ja, und somit haben wir heute auch gesehen, dass der Kleine sich hier gut eingelebt hat und das in den ersten Stunden schon. Ja, was machst du da oben auf dem Dach? Komm runter da. Und leider haben wir heute unsere Frieda verloren. Ich hoffe natürlich, dass kein Tier auf der Welt mehr wegen einem Unfall sterben sollte. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.